Hallo Leute, Maffy und wir spielen weiter Half-Life 2, Episode 1. Granate! Ja. Ja, warte, lass mich mal. Oh, 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 Gegner, komm, wo? 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 Da. So, lass mich mal hier kurz auffüllen. Po! Oh, okay. Das heißt, wir müssen hier unten lang. Sag mal, Alex, was stehst du da? Wenn ich gerade das ganze Zeug in die Luft jagen will. So, nein, Alex. Hörtest du? Ist mir egal, wenn du jetzt aufgehst, bist du selbst schuld. Ich versah meine sehr große Reichweite, habe ich gerade festgestellt. Wie ich mir gedacht habe, die Minen bleiben natürlich... Ah, halte! So. Oh Mann, noch ein Elektroschloss. Tja, aber damit kennen wir uns ja aus. Kommst du von einem Luftschacht zum nächsten, was, Gordon? Du bist ja wieder so witzig. Ich nehme dich jetzt einfach nicht mit. Ups. Ach ja, das war der tolle Raum. Der ganz geniale Raum. Der noch viel besser wurde, meines Wissens. Jo, nur dass ich gerade abzaufe. Nein! Tot. Das war der tolle Raum. Ja. Das war der tolle Raum, wo ich dann sofort sterbe, wenn ich... wie ich diesen Abschnitt... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So war das jetzt nicht geplant, um ehrlich zu sein. Aber man kann hier tatsächlich über die Fässer. Ja. Und sobald man einmal da reinkommt, ist alles erledigt. Dann... Jo. Hm, man muss da aber auch schnell raus, das ist das Problem. Wir können natürlich probieren, da rüber, da hinten, ne, da fliegt das Fass ja rein, das sehe ich schon. Hm, wie viele Fässer stehen da unten eigentlich, mal so dumm gefahren. So, hopp. Sehr viele. Eine undefinierbare, sehbare Menge. So.
man das Ganze jetzt etwas taktischer? Aha! So, wir werden jetzt einfach... Ja. Wir werden gar nichts... Stopp! Verdammt, das ist eindeutig schon zu lang. Ja. Man zieht einen Fass und explodiert dadurch. Ich habe aber eine Idee. Ah. Ah. Jetzt. Oh, oh. Was zum... Hä? Was zum... Da ist ein... Habe ich das gerade richtig gesehen? Da ist tatsächlich ein... Nein. Hä? Oh doch, da sind tatsächlich welche. So. Damit... Oh nein. Die sind immer so schlecht zu treffen. Tschüss. Bis? Hallo, mein Freund. Und auf Wiedersehen, mein Freund. Hallo und willkommen, Mr. Nossen. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, auf ein explodierendes Fass rauszuklettern, aber hey. Da unten. Was? Ihr macht komische Sachen. Sehr komische Sachen macht ihr. Ah. Ich gehe mal runter. Oh Scheiße. Hallo Alex, schau mal, was ich kann. Wer bist du ja? Ich dachte schon, du hättest dich verdrückt. Nee, da waren nur ein paar Minen und so unterwegs. Aber sonst ging es mir gut. Ah, schön, dass du nachfragst, genau. Schön, dass du dich erkundigst, wie es mir geht, Fräulein von Zu und Wäh, überhaupt. Ich meine, wer hängt da unten überhaupt Minen? Kann man nur auf so eine dumme Idee kommen. Aber im Ernst, bis gleich. So, weiter geht's. Ach ja. Oh Scheiße. Raus hier. Raus. Ich geh da mal gleich. Sag nicht, die funktionieren nicht bei denen. Oh Alex, du hast ihn ja umgebracht. Hm. Da hinten ist eine Mine. Eine Mine. Da. Seht ihr sie? Upa. Was? Oh, da ist es, was ich haben wollte. Oh,
nochmal das Ganze. Weg da! Yeah, Freuden! So, jetzt haben wir alles, was wir wollen. Hier haben wir noch Granaten. Kommen wir eh nicht durch, von daher. Hallo Alex, schön, dass du hier. Da bist. Wir haben dich ja so vermisst, nicht? Ah, hey, schön, dass du hier da bist. Ach, sag bloß. Also das müssen wir nochmal. Genau, Alex, kümmer du dich mal gerade um alles. Ich bin hier mal kurz. Was wohl denn? So. An die kommt man nämlich wesentlich einfacher an. Schön, dass ich das behaupte und ich die dann nicht mal rausbekomme. Hallo? Das ging doch grad. Na, geht doch. Das war der Raket. Oh. Aha. Da kommen wir aber nicht durch, Alex. Alex, mach was dagegen. Ach Alex, du bist zu nichts zu gebrauchen. Da ging's nicht rein. Wo war denn hier nochmal der Eingang? War das doch da? Nein. Irgendwo hier war der Eingang, das weiß ich noch. War er nicht irgendwo hier ganz oben fast? Nee. So, es war auf jeden Fall auf der Seite. Nee, auf der. Da ist er doch. Gordon Freeman! Was macht ihr denn noch hier? Alle sollen doch die Stadt verlassen. Die Combine sind ein echtes Problem. Wir versuchen, genug Leute für einen Sturm zum Bahnhof zu kriegen. Wir treffen uns in einem Haus in der Nähe. Kannst du uns hinbringen? Na klar, gehen wir. Ich will aber nicht mit dir mit. Nö, ich lasse ihn jetzt einfach laufen. Mal gucken, wann er feststellt, dass wir ihn nicht folgen. Er wird in seinem Verderben brennen. Bam, spam, so. Nun das mal. Es hört sich sehr komisch an, das. Ich bin's, mach die Tür auf. Ich bin's, mach die Tür auf. Und wenn wir nicht wollen? Die Parole? Gordon Freeman. Das ist doch wirklich unter meiner Würde. Dann komm rein. Ihr habt eine tolle Parole. Bis vor kurzem wurde die Bildung bestimmt stark für die Embryonalentwicklung wichtiger Eiweißmoleküle gezielt unterdrückt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Daher... Fernsehen können wir später. Genau! Auch wenn's dieser... So, dann können wir ja in Ruhe weiter rein, theoretisch, nicht wahr? War ja klar. Die machen wir natürlich nicht um.
einen anderen Weg. Ja, Feuer! Meinst du einen da? Ja! Ja! Guck mal, da liegt einer. Der lebt bestimmt. Ist ja viel zu... Wir sind im Nightmare-Haus. Im Nightmare-Haus. Mein Gott, Gordon! Wo? Das sind aber ein paar viele Gegnerkarten. Aha. Keine Angst, Alex. Ich komme, sobald ich hier den Weg... Guck mal, ich kann ganze Schränke verletzen. So. Ich werde die Wohnung mal anschaulicher machen. Ich traue mich nicht. Ich bleib drinnen. Nee, ich gehe doch. Nein, doch, nein. Schaut mal, wie die Tür wackeln kann. Oh mein Gott. So. Die Tür hat getanzt für uns. Das kannst du auch andersrum. Schaut. Ja, seht ihr? Okay, genug gespielt. Aber die Folge endet hier und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute.